So, hallo meine Lieben. Jetzt natürlich gleich mal was mit unseren lecker eingekochten Pilzen. In meinem Vorvideo habt ihr ja gesehen, dass ich wirklich den ganzen Tag Pilze geputzt, geschnibbelt, vorgekocht und eingekocht habe. Ich habe mir natürlich gleich ein paar zurückgelassen, die sind jetzt nur vorgekocht. Und die werden heute ganz lecker verarbeitet. Das geht ruckzuck. Ich habe mir dann einen fertigen Blätterteig gekauft. Das könnt ihr natürlich auch machen, weil Blätterteig selbst machen, das dauert viel zu lange. Und den belegen wir jetzt mit einer ganz super leckeren Pilzmischung. Zuerst schneiden wir uns ein paar Zwiebeln in kleine, feine Würfel. Ich habe hier schon mal eine Pfanne hergestellt. Da habe ich auch was an Öl rein. Sonnenblumenöl habe ich heute genommen. Und das braten wir uns jetzt ein bisschen an, die Zwiebeln. Erstmal schälen. Schöne feine Würfelchen brauchen wir jetzt. Meine Männer freuen sich immer, wenn wir Pilze suchen. Jeden Abend gibt es dann bei uns diesen leckeren Heute war natürlich großer Pilztag bei uns und da freut sich natürlich unsere Familie abends auf einen ganz leckeren Blätterteig mit Pilzfüllung. Da muss es natürlich gleich mal ein paar Pilze geben. Deswegen mache ich das gleich mit euch, dass ihr gleich mal seht, was ihr damit machen könnt mit den Pilzen. Das ist keine große Arbeit, also wir schneiden uns Zwiebeln. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen mehr machen. Aber wenn ihr jetzt nur zu zweit oder zu dritt seid, reicht euch eine Rolle Blätterteig und eine Zwiebel und ein Glas eingekochte Pilze. Ich habe meine Zwiebeln jetzt schon feine Würfel geschnitten. Ich gebe jetzt auch ein bisschen Salz gleich drüber. Heute mal ein bisschen selbstgemachtes Bärlauchsalz, damit die jetzt nicht so beißen. Und jetzt gehen wir zum Ofen und tun die schön anbraten. Es gibt natürlich auch normales Salz oder auch Kräutersalz. Ich habe jetzt einfach das Bärlauchsalz verwendet, weil ich es noch hatte. Ihr könnt auch, wenn ihr normales Salz nehmt, eine Prise Knoblauch oder eine Knoblauchzehe mit dazu geben. Aber zu viel Gewürze machen wir nicht ran, weil wir wollen ja wirklich unseren leckeren Pilzgeschmack erhalten. Die Zwiebeln sollen schon ein bisschen Farbe bekommen. Also ihr seht ja, wir wollen sie jetzt nicht verbrennen, aber so ein bisschen, so viel Dampf in der Kamera. Ich habe jetzt die Zwiebeln schon ein bisschen schön braun angeröstet. Und jetzt habe ich meine Pilze dazu gegeben. Und jetzt habe ich den Ofen einfach schon ausgeschaltet. Das reicht voll und ganz. Jetzt würzen wir das noch ein bisschen ab. Also ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann probiere ich mal meine Pilze, ob sie würzig genug sind. Ansonsten einfach noch ein bisschen Salz oder Kräutersalz dazu. Meine Pilze sind fertig gewürzt. Pfeffer, Salz, ein bisschen Bärlauchsalz ist dran. Und jetzt lassen wir die ein bisschen abkühlen, weil wir müssen da wieder Eier rangeben, damit unsere Masse wunderschön stockt. Am besten, ihr stellt die Masse ein bisschen raus, Fensterbrett oder Balkon oder vor die Tür, so 10 Minuten, dass die ein bisschen abkühlt. Weil wenn wir die Eier jetzt reingeben würden, hätten wir, ja, Pilze mit Rührei ist auch lecker, aber wir wollen ja heute was anderes machen. Ich habe jetzt meinen Blätterteig ausgerollt, wie ihr seht, hier auf einem Holzbrett. Dann habe ich das in etwa 3 leicht große Stücke geschnitten und dann habe ich die Ränder einfach so ein bisschen eingerollt, damit wir nachher hier drauf unsere Pilzmasse schön verteilen können. Das lege ich dann gleich auf mein Backblech. Und jetzt machen wir die noch. Also einfach die Ränder so ein bisschen mit den Fingern, das geht ein bisschen, ja, ein bisschen mit Gefühl, einfach so ein bisschen einrollen, dass wir einen Rand kriegen. Ihr könnt es natürlich auch von dem Backpapier runternehmen, aber dann müsst ihr halt wirklich auf euer Blech wieder neues Backpapier legen,
Und das wollte ich mir eigentlich sparen, wieder etwas Neues draufzulegen. Deswegen rollen wir das jetzt einfach so ein bisschen ein. Und dann, bis wir das fertig haben, ist auch unser Pilz abgekühlt und dann können wir weitermachen. Ich habe meine drei Stücke jetzt fertig und jetzt schalte ich meine Röhre an, dass die schon ein bisschen vorheizt und schau mal, wie weit unsere Pilzmasse abgekühlt ist. Meine Pilzmasse ist jetzt schön abgekühlt. Bisschen lauwarm ist sie noch, das geht. Die darf nur nicht heiß sein. Jetzt gebe ich meine Eier dazu, weil sonst kriegen wir keine Festigkeit. Das rühren wir jetzt alles schön durch, dass die Eier überall hinkommen. Und jetzt füllen wir unsere Pilzeiermasse hier in unsere vorbereiteten Teigförmchen sozusagen, also in unseren Blätterteig rein. Schön gleichmäßig verteilen. Das machen wir jetzt bei allen dreien. Wenn ihr wollt, könnt ihr, ich habe jetzt hier noch ein bisschen TK-Petersilie vom Frühling, also frische habe ich leider keine mehr, könnt ihr noch ein bisschen Petersilie drüber geben. Oder wenn ihr zum Beispiel gerne Raspelkäse habt oder gerne esst, könnt ihr auch noch ein bisschen Raspelkäse drüber geben. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was euch gut schmeckt. Und dann geht es jetzt gleich in die Röhre und wird gebacken. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder, wenn unser leckeres Pilzküchlein fertig ist. Ihr Lieben, unser kleiner Pilzkuchen mit Blätterteig ist fertig, wie ihr seht. Schön goldbraun, das Ei ist super gestockt. Richtig lecker hier, wenn das riechen würdet, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist heute unser Armbrot. Wenn ihr es mal nachmachen wollt, ihr könnt auch gerne einen Blattsalat dazu machen oder einen Feldsalat. Dazu könnt ihr wunderbar meine Kräuterpaste, die wir gemeinsam gemacht haben, verwenden. Ein Gläschen Wein dazu. Super schnelles Essen, super lecker. Ich wünsche euch einen super guten Appetit und liebe Grüße aus Franken. Tschüss!